Plötzlich und unerwartet ging sie von uns. Die Publizierung. Heißt es in einer Todesanzeige in diesen Tagen. Es trauern die Surfenden bei ARD und ZDF und die Redakteure, auch bekannt als D-Publizierer. Was aussieht wie ein Scherz, ist keiner. Wir mussten mehr als 270.000 Videos aus unserem Angebot herausnehmen, mehr als 250.000 Texte, 25.000 Audios, also eine ganze Menge Inhalte, um die es natürlich sehr, sehr schade ist. Das waren, ich sage jetzt mal bei heute.de, ein Prozentsatz von weit über 90% des vorhandenen Textsatzes, den wir im Grunde rausschmeißen mussten. Und das ist ein Verlust an Hintergrund und ein Verlust an Freiheit für den User. Ein Verlust für den Nutzer. Die ZDF-Online-Journalisten aber sind dazu gezwungen. Für ihre Texte oder Videos im Internet müssen sie jetzt ein Verfallsdatum bestimmen. Abhängig vom Thema dürfen die Inhalte meist 7 Tage, ein halbes Jahr oder 12 Monate im Netz bleiben. Danach wird automatisch depubliziert. Alles geht wieder offline. Auch die Themen, die aktuell brisant sind, wie die Atomkraft. Wie lange dürfen die alten Meiler am Netz bleiben? Wann gelingt der Ausstieg? Schon im Kanzlerduell vor einem Jahr wurde darüber gestritten. Ein spannender Konflikt, aber eben zu alt fürs Online-Angebot von ARD und ZDF. Nach den Regeln des Depublikationskonzepts muss ich das Ding jetzt eigentlich rausschmeißen. Im Automatismus ist jetzt drin, AKW-Debatte-Duell raus. Ja? Jetzt müssen wir händisch rangehen, um zu sagen, okay, das ist eine aktuelle Debatte, das muss drin bleiben. Aber es zeigt sozusagen das Problem. Der User hat nicht mehr wie vorher die Möglichkeit, frei zu entscheiden, wann er welche Inhalte abrufen will. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist, wenn man so will, die Versündigung an der Idee des Internets. Und das hier sind die Sünder. Schon 2008 einigten sich die Ministerpräsidenten auf einen neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrag und beschlossen damit das Ende des Online-Archivs von ARD und ZDF. Über die Tragödie bei der Love Parade vor wenigen Wochen dürfen die Öffentlich-Rechtlichen zwar weiter berichten, auch über die 21 Opfer und die Suche nach den Verantwortlichen. Doch wie die Love Parade überhaupt nach Duisburg kam, das ist länger als ein Jahr her und gehört damit offline. Selbst der Jahrhundertsturm Kirill, der 2007 Norddeutschland verwüstet hat, bei ARD und ZDF findet er sich im Internet nicht mehr. Heutzutage gibt es im Internet so viel Platz, dass auf den Webseiten der Sender die ganzen Archivinhalte immer noch bereitgestellt werden können. Und das ist eigentlich eine Errungenschaft des Internets. Und wenn man jetzt hingeht und diese ganzen Inhalte künstlich wieder rausnimmt, nicht mehr zugänglich macht, dann ist das ein bisschen weltfremd. Weltfremd und absurd. Zehntausende Links zu Videos oder Hörfunkberichten laufen jetzt ins Leere. Seite nicht gefunden. Der Wettskandal um Schiedsrichter Robert Heutzer, 5 Jahre alt. Mit jeder neuen Enthüllung über dubiose Sportwetten ist er wieder aktuell. Doch im öffentlich-rechtlichen Internet ist Heutzer verschwunden. Auch die Doping-Rundfahrt, die Tour de France 2006, bei der Jan Ullrich suspendiert wird, offline. Obwohl bis heute nicht alle Fragen geklärt sind. Das ist ja ein Prozess, der in allen Medien stattfindet, dass ältere Archivsendungen oder Archivbeiträge irgendwann mal nicht mehr die Relevanz haben, dass man sie aufheben muss. Ich will das gar nicht so sehr im Detail bewerten. Das ist mir auch zu klein argumentiert. Das Kleinargumentieren aber ist der große Ärger der Leser und Zuschauer. Sie finden im Internet nicht mehr das, was sie suchen und was sie bisher doch immer finden konnten. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, das den Zuschauern zu vermitteln, dass Inhalte zunächst mit Gebührengeld erstellt wurden und dann hinterher mit Gebührengeld wieder depubliziert wurden. Wir haben sehr, sehr viele Proteste von Zuschauern bekommen, ganz, ganz viele E-Mails, ganz viele Einträge in Blogs, Anfragen, wo man sich beschweren könne, was man machen könne, um dieses Gesetz eben zu revidieren. Wieso werden Inhalte, für die ich hier Rundfunkgebühr bezahlt habe, nach 7 Tagen rausgeschmissen? Ja? Also das kannst du gar nicht oft genug erklären. Also das beschäftigt hier Menschen permanent, die den Usern oder Usern, Nutzern, Fernsehzuschauern erklären müssen, deine Inhalte sind leider nur begrenzt anschaubar. Doch ARD und ZDF müssen sich beugen. Seit Jahren tobt ein regelrechter Krieg um die Macht im Internet. Die Verlage wollen wachsen,
Die Öffentlich-Rechtlichen sollen schrumpfen. Das Staatsfernsehen, das Fernsehen, das durch Gebühren finanziert wird, also treuhänderisch verwaltet werden muss, Märkte der privaten Medien kaputt macht. Das ist nicht in Ordnung und das kritisieren wir. Es ist für mich wenig nachvollziehbar, warum die Geschäftsmodelle von Verlegern und Verlagen gefährdet sind, wenn ältere Inhalte von einer Politik-Talkshow oder Sub-Interviews, die vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gelaufen sind, im Internet immer noch verfügbar sind. Verleger verdienen in der Regel vor allen Dingen Geld mit tagesaktuellen Inhalten. Wie steht denn Spiegel Online da? Spiegel Online ist doch sozusagen der Platzhirsch in dem Feld. Ich habe nicht den Eindruck, dass Tagesschau.de oder heute.de die morgen vom Platz fegen. Den Eindruck habe ich nicht. Das Problem der Verleger ist doch, sie wittern, Videos sind im Kommen. Bewegtbild ist im Kommen. Und so sollen ARD und ZDF ihre Bewegtbilder jetzt offline stellen. Knapp 1000 Filme hat allein ZAP depubliziert, ohne dass irgendjemand davon profitiert hat. Doch das alles passt gut zu den Plänen der Privaten. Sie wollen Online-Inhalte auf Dauer kostenpflichtig machen. Mühsam ist es, die Nutzer daran zu gewöhnen. Und öffentlich-rechtliche Angebote stören da nur. Es wird immer deutlich gemacht, an Tagesschau.de müssen Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Sender, ohne dass dieses nun das Problem umfassend beschreiben würde, müssen die tatsächlich ins Internet gestellt werden? Oder ist das nicht das Privileg der privatwirtschaftlich verfassten Medien? Selbstverständlich muss es sein, denn wir sind momentan in einer Zeit des Medienwandels und in dem auch Medien unterschiedlich genutzt werden. Das heißt also, es gibt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch eine Bestands- und Entwicklungsgarantie. Insofern machen wir nichts, was verboten wäre. Insofern wundert es mich auch so ein bisschen, dass die Zeitungsverlage oder dann eben deren Lobbyverbände genau derartige Fragen stellen. Die Mediatheken von ZDF und ARD sind ausgedünnt. Millionen Filme und Hörfunkberichte sind für die Zuschauer vorerst verloren, obwohl die sie doch bezahlt haben. Und wenn wir das alles wieder verstecken in den Archiven, dann verstecken wir auch den Zugang zur Kultur, den Zugang zur Zeitgeschichte.